Ja, schlecht. Also enttäuscht natürlich von der eigenen Leistung auch. Hauptsächlich, weil wir können das natürlich am meisten beeinflussen. Wenn wir selber gut spielen, machen uns den Gegner auch schwerer. Hoffenheim hat uns heute einfach die Schwächen, die wir in dem Spiel hatten, brutal klar aufgedeckt. Können noch mehr Tore schießen. Deswegen können wir froh sein, dass wir nur 2-0 verlieren heute. Muss man ganz klar sagen. Es war wirklich von vorn bis hinten echt nicht gut. Und muss man jetzt aus dem Kopf kriegen und dann weiterarbeiten. Ja, ich weiß nicht. Also es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden nach dem Spiel. Einfach ein scheiß Spiel und was anderes kann man dazu nicht sagen. Wir waren von der ersten Minute an immer einen Schritt zu spät. Hoffenheim hat eigentlich jeden zweiten Ball gewonnen, sind nur hinterhergelaufen und ja, so spiegelt sich auch im Ergebnis wieder. Und ich glaube, wir können froh sein, dass wir einfach nicht höher verloren haben und dass wir unser gutes Torverhältnis nicht kaputt gemacht haben. Ja, es gibt einfach so die Tage, wo man einfach einen Schritt zu spät kommt, wo einfach auch gar nichts klappen will. Und ja, wie gesagt, ich glaube, am Ende verteidigen wir uns auch einfach wirklich vogelwild und haben einfach auch wirklich nur Glück oder einfach einen guten Torwart mit Ortega wieder hinten drin. Und ich glaube, das ist doch einfach das einzig Positive, was wir heute mitnehmen sollten. Und morgen schauen wir uns das nochmal an und dann haken wir das Ganze auch ab.